Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Alter Schwede, hier geht's ab. Wir sind hier in irgendeinem Alien-Gebäude. Und schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Was haben wir denn jetzt schon wieder gefunden? Schema der Vollstreckungsplattform. Oh je, es war, glaube ich, jetzt wirklich ausschalten können. Dieses Datenmaterial scheint eine Art mehrdimensionales Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dreidimensionalen Raum ist es möglich, für die interne Funktionsweise dieser Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Baumaterial. Das unbekannte Baumaterial der Einrichtung wird als ultraharte, nicht reaktive Metalllegierung identifiziert, die aus außerweltlichen Materialien synthetisiert wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es auf herkömmliche Weise beschädigt oder zerstört werden kann. Ja, super. Energie. Das Schema zeigt, dass die Einrichtung von einem separaten, selbsttragenden Kraftwerk angetrieben wird, das sich anderswo auf dem Planeten befindet. Der Standort ist nicht aufgeführt, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Erbauer vorhatten, die natürliche Wärmeenergie des Planeten zu nutzen. Grundriss. Die Einrichtung besteht aus dem oberen Technikbereich, wo dieses Schema gefunden wurde, und dem Kontrollraum, der über einer sich verschlossenen Aufzugsschacht oder ein separates Unterwasser-Tauchdock zugänglich ist. Steuerung. Der Kontrollraum im unteren Bereich ist die einzige bekannte Möglichkeit, mit der Einrichtung in Verbindung zu treten. Aber das Schema beschreibt nicht die Vorgehensweise oder installierte Sicherheitsmaßnahmen. So. Bleh. Puh. Also wirklich. Zwei Ionenwürfel haben wir schon mal. Also sterben ist jetzt gar keine gute Idee mehr. Ach du Heilige. Dab, 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 dab. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Jo. Dat ja gern, aber. Oh mein Gott. Ja. Das ist mal ein moderner Lift, oder? Ich will sowas haben. Du. Hallo. Da drüben ist was, oder? Ist da drüben das gleiche? Nein. Dann schauen wir doch mal hier hin, oder? Alter Schwede, ne? Das ist schon groß hier. Ich habe immer Angst, dass mir irgendwas gleich anfällt. Oh. Was haben wir denn da? Ich glaube, ich packe mal meinen Scan aus. Fremdartiges Gewehr. Ah, so. Download fährt fremdartiges Gewehr. Aufgrund dieser starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst Humanoiden waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Bäh. Bäh. Ist das jetzt dieses besagte Gewehr, von dem ich vor einiger Zeit schon mal gesprochen habe? So, rauf oder runter? Rauf, oder? Mit. Dom, dom, dom. Wo
Was haben wir denn da schon wieder? Wie noch ein Gerät? Ein fremdartiges. Weltenvernichter. What the fuck? Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten von den... um den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion, du Heilige. Ach du liebe Zeit, wo geht denn das hier hin? Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Okay. Hallo. Ich hätte vielleicht doch zuerst runtergehen sollen. Aha. Hallo. Das sind so große Räume, ne? Ich glaube, ich hätte echt das Waffensystem ausschalten können. Ich finde das voll schlecht. Hallo. Interagieren. Ja. Oh, hallo? Ja? Au! Es hat mich gestochen. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Ah, weil ich infiziert bin, kann ich, hätte ich das nicht. Aha, konnte ich das nicht ausschalten. Background broadcast. Downloading summary to databank. Okay. Standorte der fremden Einrichtung. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Seuchenforschungseinrichtung, Tiefe 800 Meter, Standort Höhlensystem mit beträchtlichem Fossilienvorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform. Funktion Untersuchung lebendiger Exemplare. Auftrag Synthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Aha. Wärmekraftwerk, Tiefe 1200 Meter. Standort innerhalb einer ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet mit starker vulkanischer Aktivität, Gott sei Dank. Funktion Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen. Schutzraum A, Taten unbrauchbar, ebenfalls für B, ebenfalls fürs Außenlabor und ebenso fürs für die Hauptsicherungseinrichtung. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantänevollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Ach, scheiße. Ja, gut. Ich glaube schon langsam, ich hätte das irgendwie nicht verhindern können. Ja? Das heißt, ich übrigens es nochmal, ich glaube, das kann ich erst dann machen, ne, wenn ich die Infizierung weg habe. Ne? Aua. Ja, ja. Klar. Das heißt, ich mein nächster Auftrag ist es. Gerade ein Frosch im Hals, Entschuldigung. Also mein nächster Auftrag ist es scheinbar, diese Unterwassergeschichte hier zu finden. Die was so 800 Meter drunter irgendwo ist, ne? Okay. Bin ich jetzt verkehrt gelaufen? Ich hätte darüber runter können wahrscheinlich. Na, doch nicht. Darüber runter. Okay. Dann gab es hier noch einen kleinen Ort, glaube ich, den ich noch anschauen wollte. Ich muss jetzt ein Stück runterlaufen. So. Na, servus. Hier wollte ich noch lang. So. Noch schauen, was es hier Schönes gibt. Oder es gibt hier gar nichts Schönes mehr. Jo, okay.
das war eh für nichts hier. Gut. Dann rennen wir wieder weg. Jetzt wäre es gut, wenn wir zu unserer Rettungskapsel zurückkehren könnten. Das hier ärgert mich ein bisschen. Aber ich befürchte, dass es hier eine Konsole oder so gibt, die ich jetzt vielleicht nicht aktivieren kann. Und dann kriege ich auch das Gewehr. Weil zerstören, es hat geheißen, zerstören kann ich es nicht. Nö. Nein. Dann muss ich hier wahrscheinlich nochmal mit so einer violetten Tafel zurückkehren. Oder es gibt hier unten etwas. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Aha. Ich schau mal einfach, ne? Aha, hier geht's sowieso nach draußen scheinbar. Ah? Haben wir da noch eine Tafel? Nö. Gelsack einsammeln. New blueprint acquired. Aha. Okay. Gut. Ich glaube, wir wären soweit, ne? Jetzt wird sich's wahrscheinlich anbieten. Magnetit. Aha. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass es sich wahrscheinlich anbieten würde, nach Hause zu gehen. 30 seconds. Es ist schon cool hier irgendwie, ne? Ich brauch Luft, ich muss mal auftauchen. Oxygen. Ich bin schon soweit gleich. Moment, nicht immer kurz die Nerven wegschmeißen da. Und ja, so. Ich schau mal aus, wir sind voll wie ein Christbaum. Ich glaube, ich habe das Ding umsonst eingesammelt. Oh, Lithium haben wir einen Haufen. Ich versuche jetzt einmal heil und sicher nach Hause zu kehren. Nach Hause zurückzukehren. Zu schwimmen. Es wäre cool, hier eine Forschungseinrichtung aufzubauen. Also so ein Stützpunkt, ne? Dafür brauchen wir, glaube ich, Unmengen an Blei. Und anderes Material, glaube ich. Mal schauen. Ich versuche jetzt mal heil zurückzukommen. Müssen wir halt ein Weilchen schwimmen. Wasser brauche ich mal, das nehme ich gleich zu mir. Gelsack, das kann man essen, okay. Möchte ich aber noch gar nicht, stattdessen lieber das hier mit. So. Passt. Dann hauen wir ab. So. Also das war jetzt schon ganz schön abenteuerlich, muss ich sagen. Ich möchte, warte kurz. Da ist es. Das will ich jetzt bitte einsehen. Grün, so. Genau. Das möchte ich jetzt bitte ein, das ist bitte haben, damit ich weiß, wohin wir schwimmen müssen. So. Jetzt sollte ich noch so ein paar Korallenbäume essen. Ja, wäre gar nicht dumm eigentlich, ne? Aber ich habe keinen Platz mehr im Beutel. Vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Nach Hause. Schnell, hurtig und zackig. So. Zu unserer Rettungskapsel. Ich habe echt schon fast gewillt, noch darüber zu schauen, ne? Das heißt, wir wurden eigentlich von dem Ding abgeschossen. Na, das kann nicht sein. Wir sind so abgestürzt. Ohne den Ding, oder? Also ohne dem da hinten. Also es wäre mir komplett. Sonst hätten wir nicht mal überlebt, oder? Oder sind wir doch? Ich habe keine Ahnung. Aber das mit der Sunbeam ist jetzt schon ärgerlich.
Sind das Vögel? Ich will dich scannen. Bitte warte. Da gibt's Vögel. Sie sind noch nie aufgefallen. Okay. Vielleicht kann ich die eben anders mal scannen, wenn wir am Festland wieder sind. Also hinten da bei der Insel, ne? Jetzt zuerst mal geheim. Und schauen mal, was wir mit den Materialien, die wir gefunden haben, basteln können. So. Blanche, Blanche. Blanche, Blanche, Blanche. Blanche, Blanche, Blanche. Blanche, Blanche. Es ist halt ein ganz schönes Stück, was wir hier zu schwimmen haben, ne? Aber ich hab halt auch die Hoffnung, dass wir optimalerweise mit den Materialien, die wir gefunden haben, jetzt unsere Ausrüstung auch verbessern können. Ich muss vor allem nochmal die erste Rettungskapsel, die wir gefunden haben, da muss ich jetzt schnell hinschwimmen dann. Und diesen Seegleiter da scannen. Ich bin so doof, dass ich den nicht gescannt habe. Voll. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da hatte ich gerade einen Blackout. Vergessen. Ich glaube, ich habe eher auf das Gerät hier vergessen, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Das war schuld. Und auch das zweite Gerät muss ich holen. Jo. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Wurde auch Zeit. Gleich mal ein bisschen tauchen. Inzwischen haben sich, glaube ich, auch die Tierchen hier wieder erholt. So. Und rein in die gute Stube. Wie schauen wir hier aus? Nichts mehr, ne? Ist klar. So, du hast eh nicht mehr... Obala. Da hat jetzt eh nichts mehr Platz drinnen. Nein. Medikits haben wir super mitgenommen. Habe ich nie gebraucht. Sehr gut. Okay. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Fortgeschrittene Materialien. An Rubin. Aerogel. Leichtes, poröses, getrocknetes Gel. Hohe Hitzedämmung. Aha. Aha, wenn wir dann zum Vulkan wollen. Da brauchen wir einen Rubin dafür. Okay. Und für mich zum Herstellen? Violette Tafel. Eine dicke, fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Ich dürfte schon einen herstellen. Zum Platz. Ich glaube, ich bin so mutig. Ich baue mal einen. Okay. Zum Essen und zum Trinken werden wir einmal den Blasenfisch hier. Ne? Passt. Gut. So. Dann werden wir das hier mal lagern, unbedingt. Das haue ich weg. Das werden wir lagern. Weil so schnell komme ich, glaube ich, jetzt nicht in diese Tiefen. Genau. Und dann müsste ich mal schauen, Baupläne, wie ich sowas... Ja, die Sachen... Oder habe ich die eh gescannt? Ja, glaube jetzt fast nicht. Glaselement. Das sind jetzt nur die Rohre, ne? Fundament. Verstärktes Basisfundament. Mehrzweckraum. Und wie kann ich hier dann die Basis bauen? Einfach mit den Rohren und das passt so? Echt? Erhöht die Hüllenstärke, Fenster, Luken. Basisbefestigte Luftpumpe. Leitern, Bioreaktor. Lebensform, Zuchtbehälter. Fabrik.
Aha, das sind die Fabrikatoren, Kommunikator, sonstiges Schild, Labortisch. Okay, wird schon werden. Gut, ich bräuchte Platz. Ich bräuchte viel Platz. Hier. Bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich habe für nichts Platz. Hier ist auch alles voll, ne? Für eines hätte ich noch Platz. Ich glaube, weil ich den... Ich habe den jetzt gerade gegessen, ne? Ich wollte ihn jetzt nicht essen. Egal. Egal. So, ich könnte das Kupfer verarbeiten. Gleich zu Kupferdraht. Dann hätten wir auch wieder mehr Platz. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Für die Batterie brauche ich auch Kupfer. Vergiss es. Vergiss es. Na, das machen wir nicht. So, die tue ich mal weg und die tue ich, ja. Ja, ja, so passt schon mal. Die Kreatureneier, die hätte ich, die brauche ich eigentlich überhaupt nicht, ne? Wäre es besser, das wegzutun. Ja, vielleicht so ungefähr. Okay. So, was hätten wir noch Schönes? Da ist wieder was aufgeploppt. Wahrscheinlich wegen einem Magnet oder was? Ah, dieses Gel. Genau. Okay, hoppala. Puh. Okay. Gut. Ich brauche Essen. Was schon? So, das wollte ich gleich einstellen. Das Medikit nehmen wir auch gleich mit, dass ein neues entstehen kann. So. Ich brauche was zu essen. Ich hoffe, dass man sich die hier fangen darf. Oh. Der hat jetzt einen hässlichen Haken geschlagen. Jawohl. Den ersten haben wir schon mal. Den haben wir jetzt auch. Ne? Hat er gerade eine neue Sorte von Fisch? Der hatte gerade irgendwie... Der da. Lochfisch. Ein sehr kleiner Pflanzenfresser, der in geringer Anzahl zu finden ist, oft an Höhleneingängen, wo sich die Hauptfärbung in den Hintergrund einfügt. Erstens, durchbohrte Schwanzflosse. Durch Veränderung von Größe und Form des Loches in der Schwanzflosse sind unvorhersehbare Manöver möglich. Zweitens, Größe. Kleiner als die meisten anderen Pflanzenfresser, wahrscheinlich aufgrund weniger Vegetation in lichtarmen Umgebungen. Beurteilung essbar. Ja, das ist schön. Oh, ich verdrück mich schon wieder und durch, ich bin ja schon wieder wie so ein... Ich habe Salz, glaube ich, ne? Habe ich immer noch Salz? Ja, das habe ich da nichts gemacht draus, weil ich doof bin. Ich muss zurück. Ich wollte noch essen, genau, wegen Essen sammeln. So viel zu tun, so viel zu tun. So, da. Essen. Warte. Warum kann ich das nicht... Achso, mir fehlt da was. Was fehlt denn? Mann, diese Rohrkorallenprobe. Kacke Dings da. Gut, kochen wir mal. So. Habe ich denn jetzt für irgendwas noch Platz? Ja, zwei. Ah, gefiltertes Wasser habe ich noch. Vital signs stabilizing. Ui. Und Essen tun wir auch gleich. So. Jetzt habe ich viel Platz. Genau. Die Korallenrohrdinger. So, was ist mein gutes Messer? Jetzt. So. Da vorne haben wir eh so ein Koralli. So, zwei reichen schon mal. So, X wieder auf. So. Und schnell Wasser machen. Also, zuerst müssen wir herstellen. Das da. Einmal. Und ein zweites Mal. Jetzt können wir das gute Wasser machen. Und ich würde sagen, gleich mal was davon trinken. So, perfekt. Und gleich nochmal herstellen.
So. Perfekt. Wie viel Salz habe ich jetzt noch? Oh, noch zwei. Dann könnten wir unten super klasse eigentlich das Wasser lagern. In unserem Behälter da. Da können wir super unser Wasser bunkern. Das wollte ich gerade schauen, hä? Ist das jetzt weg? Und ein Medikit? Ich glaube, so ist das okay. Das Kreaturenei schmeiße ich jetzt weg. Zack, zack, zack. Weg mit euch. Kann man das eigentlich zerstören? Zack. Ich mach's mal kaputt, weil man können vielleicht keine Biester entstehen, ne? So. Gut. Das heißt, ich könnte jetzt noch einmal sowas nehmen. Boah, das sind viele von denen, ne? Ist das auch was zum Scannen? Nö. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Bald mal den Bart beenden, auf jeden Fall. Das stellen wir jetzt an. Ich muss, ich wollte jetzt anfangen, unser Labor, also unsere Stationsteile zu bauen, eigentlich, ne? Und was zum Essen brauche ich auch schon wieder. Immer hungrig. Hingehauen? Ich glaube nicht. Es ist auch schade, dass man diese Monster-Eier nicht braten kann. Das wäre auch super. Oh, jawohl. Einmal. Wo ist der andere hin? Weg. Da. Halt. 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 Tak. So. Passt. Jetzt haben wir schon ein bisschen was zu essen. Sehr gut. Ah ja, stimmt. Ich wollte noch was scannen. Haha, jetzt ist mir wieder eingefallen, ich Trottel. Und zwar das hier. Hier lang. Ein bisschen weit zum Schwimmen, aber vielleicht geht es in den Partner raus. So. Schwimmi, 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 schwimmi. Ja, das habe ich nämlich total vergessen, ich Idiot. Und ich will das nämlich probieren, ob ich es jetzt... ob ich es gescannt hatte oder nicht. Aber wenn schon steht, Defekt der Seekleider, glaube ich nicht, dass ich das richtig gemacht habe. Ja, ja. So. Hurtigen Schrittes. Ja, ja. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass... ihr meint, es ist logisch, ne? Dass es außerirdisches Leben gibt. Aber dass die hier so eine Station aufbauen, ja, wegen diesen Infektionen hier, ne? Also wegen diesen Bakterien da. Ja, das ist schon schade. Ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen, was unser Rettungsschiff betrifft. Wahrscheinlich hätte das können verhindern, ich Idiotin. So, da sind wir ja wieder. Kann ich... ja, natürlich kann ich dieses Geld... ja! Bauplan, Seegleiter. Ich bin so blöd. Bei der Gelegenheit kann ich nochmal schauen, ob ich irgendwas übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ja, ja, Zocki. Wir haben Platz. Wenn ich schon mal da bin, kann ich auch gleich Seetang mitnehmen, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich es brauche. So, dreimal, passt. So, als nächste Quest. Da. Obwohl, das Signal gibt es nach wie vor. War das hier? Ich weiß es nicht mehr.
davor war nicht hier irgendwo was? In der Nähe von diesen Dingen war doch auch irgendwas kaputt, ne? Die leuchten alle in der Nacht, ne? Ich schwimme mal eine Runde. Ich rüste schon mal mein Messerchen aus. Ich glaube, hier war auch was, ne? Irgendwo. Da gab es ja diesen Haufen Schrott. Da war ja irgendwo was so viel kaputt. Ins Dunkle sieht man halt gar nichts mehr. Da habe ich, glaube ich, auch vergessen, etwas zu scannen. Ah, jetzt wird's hell. So, mal Luft holen, glaube ich. So, wieder runter. Ich habe nämlich in der Tat vergessen, das war. Es ist aber gar nicht gut. Das hört sich an wie so ein Delfin, ne? So, mitnehmen. Das. Ich glaube, das ist wieder was zum Scannen, ne? Schweber. Okay. Schweber, zwei in Symbiose lebende Tiere, die sich an jedem Objekt, mit dem sie in Kontakt kommen, festsaugen und versuchen, sich von ihm zu ernähren. Schön. Erstens, dominante Lebensform. Der rosafarbene Hauptkörper und die inneren Saugkiefer bilden die dominante Art. Sobald sie an einem Organismus oder einer anderen stabilen Oberfläche haftet, versucht sie Nährstoffe zu saugen, um zu wachsen. Zweitens, Membran aus Mikroorganismen. Die äußere gelagerte Substanz ist ein Gewebe aus Mikroorganismen, die ein geschlossenes Vakuum in die Kiefer der Kreatur bilden können. Drittens, Heliumpuffer. Die äußere Membran enthält eine dünne Schicht aus Helium, die dem Schweber und allem, an dem er haftet, Auftrieb gibt. Beurteilung. Hilfreich beim Heben gesunkener Objekte. Ach so. Aha. Okay. Vielleicht ist das etwas dann für später, was man züchten kann. Eventuell. Eventuell vielleicht, aber ich habe komplett vergessen, wo das war. Hm. Wahrscheinlich bin ich auch komplett falsch. Das würde mich gar nicht wundern. Ich glaube auch, das ist Zeitverschwendung. Ja, der Part wäre auch schon wieder zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir werden das schon irgendwann wieder finden, glaube ich. Gut, ich werde jetzt zurückschwimmen zu unserer Rettungskapsel. Oh, das ist schon da. Ha! Ich dachte, ich hätte noch ein schönes Stück. Aber sind wir eh schon da. Okay. Okay, ihr Lieben, jetzt können wir beruhigt den Part beenden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!